Ja, grüß Gott, Herr Graf. Wir sind hier wieder zu Gast bei unserem beliebten Graf Saint-Germain, der zurzeit in Salzburg residiert. Grüß Gott, Herr Graf. Es ist uns erneut eine große Ehre. Herr Graf, wenn ich Sie vielleicht gleich fragen darf, Sie haben ja vor kurzem erzählt, dass Sie eben den großen Erfinder Nikola Tesla kennengelernt haben und Sie haben mit ihm zusammen etwas erfunden. Was war das, Herr Graf? Ja, das ist so eine Sache. Ja, und das ist ein wunderschönes Erlebnis, habe ich gehabt. Erzählen Sie uns das? Ja, es war so, ich befand mich wieder in meiner Zeitmaschine. Im Untersberg? Im Untersberg, Sie sagen es ja. Und hatte dann durch die kosmischen Strahlungen, denen ich stark ausgesetzt war, eine kreative Idee. Aha. Ja. Und hier halte ich das Endresultat in den Händen. Faszinierend, Graf. Was ist das? Ja, es ist so, also 18, im 18. Jahrhundert, wo halt auch ein Freund von mir, Nikola Tesla, ja, er hat mich inspiriert. Ist Herr Tesla mit Ihnen durch die Zeit gereist, Herr Graf? Denn der hat, soweit ich mich erinnere, im 19. und 20. Jahrhundert gelebt. Ja. Dürfen wir da ein Geheimnis verraten? Ist er mit Ihnen durch die Zeiten gereist? Ich lasse mir nicht auch alles aus der Nase ziehen. Gut, Herr Graf, ich lasse Sie einfach mal berichten. Also Sie haben mit ihm gemeinsam dieses Glas erfunden. Womit ist es gefüllt? Dieses Glas ist mit reinem H2O gefüllt. Wasser? So ist es. Da ist nur Wasser drin. Einfaches Wasser. Aha. Und womit sind diese Kapseln gefüllt? Ich werde das einmal ein wenig näher. Was ist da drin, Herr Graf? Ja, es sind im Prinzip einfache Lebensmittel vor Ort. Ja, und welchen Zweck erfüllt dieses Glas, Herr Graf? Es ist ein Temperaturmesser. Aha, faszinierend. Den ich immer mit auf meinen Reisen bei mir habe. Ist das so? Das ist so, ja. Gut, Herr Graf. Ja, Sie wollten uns ja eigentlich noch etwas anderes erzählen. Wie ich es erfunden habe. Genau, wie haben Sie es erfunden? Ich weiß. Ja, ich hatte ein tiefgründiges Gespräch mit Nikola Tesla, Sie sind ja ein Begriff. Ja. Und er hat mir gesagt, also er stellte mir eine Frage. Er hat gesagt, lieber Graf, wenn Sie da in dieser Zeitmaschine sich befinden, überlegen Sie mal. Diese psychischen Einwirkungen auf den Körper. Schauen Sie, Sie wären ja krank dabei. Schauen Sie, es ist, erfinden Sie mit mir zusammen einen auf natürlicher Basis funktionierenden Temperaturmesser. Ja, und dann ist das halt irgendwie entstanden. Ist Ihnen einfach so eingefallen? Ja, die sieben Chakren, das hat natürlich die Form, also blau für das Kehlkopfchakra. Ja, ja. Grün für das Herzchakra. Gelb ist der Solarplexus. Rot das Vitalchakra, das hat alles seinen tiefsinnigen Hintergrund. Hochfaszinierend. Der Gast hat mir noch eines gesagt, dieses Element, dieses Glas mit diesem Gefühl, Sie können dabei Ihren inneren Temperaturzustand Ihrer Chakren ablesen. Aha, ja und wie wäre der aktuell bei Ihnen?
Also aktuell befinde ich mich auf 22 Grad Celsius. Ist das gut, Herr Graf? Oder ist das, Mittelwert? Ja, das ist das Solarplexus-Chakra, befindet sich in diesem Grenzwertbereich von 22 Grad Celsius. Also ist dieser Bereich kühler als der restliche Körper, der sich ja so um 36, 37 Grad befindet? Ist das richtig? Das ist vollkommen richtig. Oh, verstehe. Herr Graf, ich muss Sie kurz unterbrechen. Wir haben eine kleine Pause, müssen wir machen. Wir werden aber gleich weiter ausführlich mit Ihnen reden, Herr Graf. Es ist uns eine große Freude. Bitte bleiben Sie dran. Herr Graf, wir werden gleich mehr von Ihnen sehen. Ja, freilich.